Hallo, ihr Mäuse und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, ich würde sagen, wir beginnen ein neues Haartransformationsvideo. Ich hätte es selber nicht geglaubt, aber ich habe Lust auf dunkle Haare und wir werden meine Haare natürlich nicht färben. Das habe ich euch letztes Mal schon gesagt, ich möchte meine Naturfarbe immer noch auswachsen lassen. Dennoch hatte ich irgendwie richtig Lust auf was anderes, Neues, wie auch immer man das nennen möchte. Ich hatte ja schon dunkle Haare und wir werden mit den Cyrus-Tönungen tönen. Ich hatte davor ja immer Maria Nila benutzt. Allerdings muss ich sagen, wenn ich meine Haare so dunkel tönen möchte, klappt das besser mit der Cyrus-Farbe. Allerdings braucht die Cyrus-Farbe viel, viel länger, um sich wieder rauszuwaschen. Stört mich aber nicht, weil ich habe einfach Lust auf dunkle Haare und wenn ich es rauswaschen möchte unbedingt, habe ich mir extra wieder Reinigungsshampoo von Balea geholt, womit ich das dann machen kann und verbinde das dann wieder mit der Inversion Method. Ich freue mich enorm, denn es war das perfekteste Timing, was die Lieferung hätte haben können, auch von den Extensions. Die werde ich euch gleich zeigen. Meine Clip-In-Extensions sind wie immer von Lokai her, die nahtlosen. Und welche Farbe genau, seht ihr jetzt. Ich hatte euch ja eben versprochen, meine Extensions zu zeigen. Und zwar habe ich mir einmal die nahtlosen in 45 cm 170 Gramm in der Farbnummer 2 bestellt. Das ist die Farbe Dunkelbraun. Und das Ganze auch einmal in der Farbe 4, also Dunkelbraun und Mittelbraun. Ihr seht so schon schön den Unterschied. Es ist halt so ein schöner Mixton. Und ich kann halt variieren, wie meine Haare sind, ob die dunkler rauskommen oder heller rauskommen. Deswegen habe ich mir die beiden Töne bestellt. 45 cm ist übrigens die Länge, die ich immer trage. Ich liebe diese Länge und finde, dass die mir auch mit unter anderem am besten steht. Dann habe ich mir dennoch 60 cm bestellt, auch nahtlose Extensions 230 Gramm, auch in der Farbnummer 4 und in der Farbnummer 2. Das wird so eine anstrengende Aktion jetzt. Ich muss jetzt noch die Haare waschen. Das Ganze werde ich mit dem Reinigungsshampoo von Balea machen. Ich mache das eigentlich immer hier mit, weil ich einfach finde, dass das so die Haare perfekt für Styling vorbereitet. Die Haare sind dann ein bisschen griffiger und ich mag das persönlich am allerliebsten, wenn ich meine Extensions frisch bekommen habe, die erstmal durchzuwaschen. Dann auf einem Handtuch trocknen zu lassen und am nächsten Tag zu stylen. Und deswegen muss ich das Ganze heute noch waschen. Auch wenn ich gerade keine Lust mehr habe, da muss ich jetzt durch. So, Extensions sind gewaschen. Ich werde das Ganze jetzt kämmen und hier gerade auslegen und dann Serie gucken. Endlich! Ich habe gerade, glaube ich, 45, wenn nicht sogar 60 Minuten gebraucht, um diese Haare zu waschen. Und habe jetzt gerade original eine halbe Stunde gebraucht, um die hier auszulegen. Ich habe so gut wie gar keinen Platz, man sieht es da hinten. Und ich werde das Ganze jetzt trocknen lassen. Morgen werde ich den Rest zu Ende föhnen oder ja, vielleicht auch Montag mal gucken. Aber eigentlich habe ich vor, das Ganze morgen zu Ende zu föhnen und zu stylen. So, Ladies and Gentlemen, wir tönen jetzt meine Haare. Ich freue mich so unnormal. Ich habe meine Haare jetzt richtig hardcore durchfetten lassen, weil ich einfach in den letzten Tagen nicht dazu kam und ich wollte beim nächsten Mal Haare waschen, meine Haare färben. Deswegen sind wir jetzt hier und ich werde jetzt die Farbe auf meine Haare auftragen, beziehungsweise erstmal meine Haare waschen, danach die Farbe auftragen, danach auswaschen und dann sehen wir das Ergebnis. So ihr Mäuse, ich habe gerade einen TikTok gemacht, deswegen habe ich jetzt schon mal angefangen. Habe gerade meine Haare gewaschen und werde die Farbe jetzt kopfüber einarbeiten und mit einer Bürste danach durchkämmen, weil ich habe keine Lust, meine Haare im halbnassen Zustand gerade zu kämmen. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Farbe rein, mache dann ein bisschen Wasser und schäume das Ganze an der Badewanne ein bisschen auf, weil das stand nämlich in der Verpackung. Das kann man nämlich auch machen. Farbe ist drauf, ich habe meine Wand versaut. Deswegen liebe ich Dachschrägen übertrieben. Macht richtig Spaß damit. Man fühlt sich so richtig gut, wenn man dann aufsteht und mit seinem Kopf gegen die Wand knallt und die ganze Wand versaut. Ich liebe es. Ich gönne mir jetzt eine Capri-Sonne. Werde das Ganze eine halbe Stunde drin lassen. Obwohl es schon locker 10 Minuten drauf ist, aber ist nicht schlimm. Ich möchte nämlich dunkelbraun. Und ich hoffe, fingers crossed, dass ich keine Flecken habe. Weil da muss ich nochmal drüber gehen. Ich glaube, es ist Zeit zum Haare auswaschen. Meine Haare sind jetzt getönt. Ich habe die schon mal ausgekämmt. Ich hoffe, dass die so dunkel sind, wie ich sie brauche. Ich lasse sie jetzt im Handtuch trocknen, beziehungsweise gleich Luft trocknen. Ich bin gespannt. So, es ist zwar noch nicht mal annähernd trocken, aber ich glaube, ich muss definitiv noch mal drüber tönen. Ich ziehe mir jetzt Mittelscheitel und knall hier vorne noch mal richtig schön Farbe drauf. Bis gleich!
Round number two. Ich habe es jetzt auf den Ansatz leicht in die Länge gezogen. Vorne in dem Bereich nochmal komplett in die Länge gemacht. Hinten ging eigentlich. Ich sehe natürlich jetzt nicht meine Haare, die ganz hinten sind. Darüber habe ich gerade auch noch nicht nachgedacht. Second round done. Ich habe das Gefühl, es ist besser als eben. So, ich habe meine Haare jetzt Luft trocknen lassen. Die sind noch nicht ganz trocken. Aber ihr habt ja eben gesehen, ich habe hier vorne den Bereich nochmal nachgetönt. Den da. Und ihr seht auch, ich muss über den Rest der Haare in den Längen definitiv nochmal drüber gehen. Dadurch, dass es aber nur eine Tönung ist, die komplett auswaschbar ist, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich werde morgen nochmal drüber gehen und ich sehe gerade hier vorne, wo ich nochmal drüber gegangen bin, passt die Farbe jetzt schon perfekt zu den Extensions. Das heißt, ich werde mir meinen Mittelscheitel ziehen und dann alles runterarbeiten, dass wirklich alles, was man safe sehen wird an den Extensions, an Haaren auch dunkel genug ist. Die Haare hier unten oder dazwischen stören mich gar nicht so krass, wenn die nicht so die perfekte Nuance haben. Aber die, die man halt sieht, wenn ich meine Extensions trage, stören mich dann natürlich schon. Ich habe jetzt meine Extensions vorbereitet und zwar die 45 cm Extensions habe ich unten eingerollt und mit dem Glätteisen nach innen eingedreht, so wie ich das immer mache. Das dürfte ja nichts Neues mehr für euch sein. Und auf der Seite habe ich mit den 60 cm Haaren Locken reingemacht und die jetzt dahin gelegt, damit die ganz entspannt und in Ruhe auskühlen können. Morgen ist ja mein Shooting Day, wo ich Bilder machen werde. Und ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, ich mache meine Haare jetzt nochmal so ein bisschen nass. Mache die Farbe nochmal hinten überall drauf, wo ich vorhin schon gesagt habe, dass mir das ja zu wenig Farbe ist. Ihr seht es, hier vorne ist richtig schön dunkel und hinten ist einfach noch zu hell. Und ich gehe dann duschen, peele mich und mache selbst Bronzer drauf, damit ich für morgen wirklich ready bin. Ich hatte meine Haare ja nochmal nachgetönt und das ist jetzt die Farbe, so wie sie rausgekommen ist. Ich liebe es. Meine Extensions, die hattet ihr ja schon gesehen, die habe ich vorbereitet und ich werde meine Extensions jetzt reinmachen und einschneiden und habe meine Extensions ein bisschen eingeschnitten. Ich finde, es sieht sehr, sehr hübsch aus und ich werde jetzt anfangen, Bilder zu machen und danach Videos zu drehen. So, meine Hübschen, ich würde sagen, ich beende hiermit das Haartransformationsvideo. Ich habe ganz vergessen, mich zu verabschieden. Aber ihr habt das Ergebnis einmal so gesehen, einmal mit Extensions gesehen und ich liebe es einfach. Es sieht so schön aus. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen und würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dann. Ciao, ciao.